Wo, Drawniczek, haben Sie Ihren letzten Urlaub verbracht? Waren Sie wieder an der Adria? Na, ich hab mir gedacht, Südtirol den Südtirolern und bin nicht hingefahren. Wo, Drawniczek, waren Sie denn? In der Sowjetunion, ich hab ja einen Charakter. Na, Gens, dort haben Sie in der Alane Hitrat? Ich war in Gesellschaft. In einer guten Gesellschaft? Nein, in einer Reisegesellschaft. Na, war Ihnen das nicht unheimlich? Anfang schon. Wie das, Drawniczek? Na, was soll ich noch sagen? Ich komme an die Grenze, wo sich tut, lauter Russen. Was, Drawniczek, haben Sie ihnen denn erwartet? Man weiß ja, dass in der Sowjetunion lauter Russen sind. Aber dass sie sich gleich zeigen. Na, wie war die Fahrt? Schauen Sie, am ersten Tag schaue ich aus dem Fenster, Steppe. Gut. Am zweiten Tag schaue ich noch einmal aus dem Fenster. Steppe. Gut. Und was war am dritten Tag? Da haben wir uns angesoffen. Mit Wodka. Na, Wodka ist aber auch ein köstliches Getränk, Drawniczek. Aber nicht in der Steppe. Wieso? Die unendliche Weite des Landes, Drawniczek, muss doch ein einmaliges Erlebnis gewesen sein. Wieso? Die Simmeringer Heide ist auch kein einmaliges Erlebnis. Ja, da fahren Sie aber auch nicht zwei Tage drin umeinander. Ich bin ja nicht deppert. Also bitte, was war am dritten Tag? Da waren wir besoffen. Na, ich meine, wo sind Sie angekommen? In, Moskau. Ah? Na was, Drawniczek, sagen Sie mir zu Moskau. Das ist kein Stolz an angekommen. Ja, aber wie war die Reise sonst? Ach, jetzt! Gesungen haben wir. Lauter so Burschen wie ich. Ein Sonderwagon haben wir gehabt. Da hat sich kein Russ reingetraut. Na, was war mit Schaffner? Einmal ist er gekommen. Da habe ich meinen Wortschatz ausgepackt. Na, was haben Sie ihm gesagt, ne? Dabei. Gleich hat er sich wieder geschlichen. Was, das haben Sie reingetraut? Natürlich. Das Land lebt vom Fremdenverkehr. Also muss er die Goschen halten. Wissen Sie, Drawniczek, ich beneide ihn ja schon um ihren Moskau-Besuch. Der Rote Platz, das muss gigantisch gewesen sein. Gigantisch? Wie die Schmölz, nur ohne Schrebergärten. Sie haben, Drawniczek, keine historische Perspektive nicht. Dort steht doch das Lenin-Mausoleum. Na, was ist das schon? Nicht einmal ein Zinnpest haben sie dort. Also, ich will nicht streiten mit Ihnen, Drawniczek. Wie hat der Kreml auf Ihnen gewirkt? Seit ich den gesehen hab, weiß ich, warum der Chruschtschow dauernd herumfährt. Das ist doch keine Erklärung, nicht, Drawniczek. Wie schaut er denn aus, der Kreml? Was soll ich noch sagen? Wie der russische Pavillon auf der Messe. Da waren doch jetzt die Chinesen drin. Im Kreml werden sie auch bald drin sein. Aha. Na und die Leute, wen haben Sie so gesehen in Moskau? Auf den Straßen? Ja. Amerikaner. Na und sonst, waren Sie im Kino? Ja. Was haben Sie gesehen? Ein Film mit der Paula Wesseli. Ah, na was haben da die Russen dazu gesagt? Das weiß ich nicht. Na warum haben Sie keinen gefragt? Das habe ich mir nicht getraut. Drawniczek, eins muss doch einen besonders tiefen und bleibenden Eindruck bei Ihnen hervorgerufen haben. Die Moskauer Untergrundbahn. Haben Sie den gesehen? Na, natürlich habe ich es gesehen. Na, wie schaut's aus? Wie der Kursalon, wenn der H2 durchfahren möchte. Aha. Na, und wo haben Sie gewohnt? In einem Hotel. Na, wie hat's ausgeschaut? Wie das Hotel Imperial. Nach der Russenbesetzung? Nein. So hat's erst ausgeschaut, wie wir weggefahren sind. Lauter so Burschen wie ich. Na, was habt ihr gemacht die ganze Zeit? Besoffen waren wir. Es wird so schön zugesoffen. Na, sind wir gleich so geblieben. Ein Hetz haben wir gehabt. Lauter so Burschen wie ich. Die Leute haben wir angestänkert. Die Russen haben sich gefurchten. Ich verstehe innere Motive, Drawniczek. Sie wollten ihn revanchieren für das 45er Jahr, ne? Aber nein, wir benehmen sich überall so, wo wir hinkommen. Lauter so Burschen wie ich.